Willkommen, heutiges Thema, Prozesse kennen. Ich öffne ein Terminal, gehe auf Anwendung, Zubehör, klicke auf Terminal. Auch bei Linux kommt es dazu, dass Programme streiken und es nicht mehr weitergeht. Bei Befehlen im Textmodus reicht oft die Tastenkombination STRG plus C, um den Prozess zu beenden. Ist das nicht so, hilft mir Tool Kill weiter. Kill sendet Signale in einen bestimmten Prozess, definiert durch die Prozessidentifikationsnummer, um Programme, die nicht mehr gehen, zu beenden. Die Prozessidentifikationsnummer bekomme ich durch Befehl ps heraus. Nebenbei, um mir die Prozesshierarchie anzuschauen, tippe ich ein ps, tr, e, enter. Beispiel, angenommen der Texteditor geht nicht mehr. Ich starte den Texteditor, gehe auf Anwendung, Zubehör, klicke auf den Texteditor und gebe anschließend im Terminal ein PS, Leerzeichen, AX, Enter, um die Prozessidentifikationsnummer rauszubekommen vom Texteditor. Das wäre hier von gedit die Nummer 2907. Nun tippe ich ein kill Leerzeichen 2907 Enter, um so den Prozess zu beenden. Hilfe erscheint nach Eingabe Mann Leerzeichen kill Enter oder Info Leerzeichen kill Enter. Taste Q beendet die Hilfe. Bei Tool Kill All ist hingegen die Prozessidentifikationsnummer nicht notwendig. Man gibt einen Namen ein, um alle Prozesse, die jene Zeichenkette enthalten, zu beenden. Beispiel, ich starte den Texteditor, gebe ein gedit Leerzeichen und Symbol Enter und ich tippe ein kill all Leerzeichen gedit Enter. Beim laufenden Tool top ist es möglich, Taste K und danach die Prozessidentifikationsnummer einzugeben, um einen Prozess zu beenden. Tool X kill macht es im Desktop-Modus einfach. Es ist nur noch notwendig, das Programm anzuklicken, das beendet werden soll. Beispiel, ich starte den Texteditor, tippe ein gedit, Leerzeichen, das Und-Symbol, Enter. Ich tippe ein x, kill, Enter und klicke den Texteditor an. Das war's schon. Für das nächste Beispiel starte ich schon mal den Texteditor, klicke auf Anwendung, Zubehör, Texteditor, geht im Desktop-Modus absolut gar nichts mehr, kommt man mit dem Drücken der Tasten STRG, ALT und F1 zu einer Textkonsole, läuft der Desktop-Modus gar nicht, reichen die Tasten ALT und F2. Nun loggt man sich als Administrator ein und beendet die betreffenden Prozesse, die das System blockieren. Als Beispiel beende ich mal den Texteditor. Ich tippe ein PS, Leerzeichen, AX, Enter, um die Prozessidentifikationsnummer rauszubekommen vom Texteditor, gedit also. Das wäre hier 2940. Nun tippe ich ein kill, 2940, Enter. Geht alles wieder, loggt man sich aus durch Logout, Enter
und wechsle zum Desktop-Modus mit Steuerung Alt und F7. Fürs nächste starte ich auch schon mal wieder den Texteditor, klicke auf Anwendung, Zubehör, Texteditor. Das Programm GNOME-System-Monitor zu finden unter System, Administration, Systemüberwachung, hat ebenfalls die Funktion, Prozesse zu beenden. Man klickt den betreffenden Prozess an und klickt auf Prozess beenden. Das wäre hier Gedit. Dann klickt man auf Prozess beenden, auf den Button hier unten. Und bestätigt mit Prozess beenden. Oder man klickt den Prozess mit der rechten Maustaste an und wählt Prozess beenden und bestätigt mit Prozess beenden. Gut, das war's schon wieder. Bye bye.